Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Horse Reality, das Browser-Game. Leute, als erstes geht's in die Riding School. Ihr wisst Bescheid, wir haben jetzt 19 Klicks bei Ride Foldo. Und letztes Mal haben wir ja schon, oder beziehungsweise habe ich schon gesagt, dass das unendlich jetzt geht, da nach Ride Foldo nichts mehr kommt. Das heißt, ne, wir gewöhnen uns jetzt einfach schon mal dran. Wir sind bei Ride Foldo. Es gibt wieder Neuigkeiten von Horse Reality. Und zwar war ja Horse Reality bei der Gamescom und nach der Gamescom haben sie eine Info rausgehauen. Die findet ihr wie immer im Forum. Das ist relativ lang, das Ganze. Ich werde jetzt wie bei, ich glaube, jeder Update-Folge, oder? Als erstes mal meine Pferde versorgen, Leute. Meine Pferde ein bisschen versorgen und ja, ein bisschen drüber reden, was es denn für Neuerungen gibt, was ich davon halte. Ganz viele haben mir schon geschrieben, Sandy, hast du die News gesehen? Was hältst du davon? Was ist deine Meinung? Und in dem Video, hätte ich gesagt, reden wir drüber, was meine Meinung zu den verschiedenen Themen ist. Und als erstes, Leute, hat DeLorean rausgehauen, welche drei Rassen als nächstes rauskommen. Es ist für mich persönlich die einzige Enttäuschung, denn das Paint Horse ist nicht dabei. Das ist eigentlich, ehrlich gesagt, sogar eine ziemlich große Enttäuschung, weil ich hatte sehr krass gehofft, dass das Paint Horse einer der zwei nächsten Rassen ist, die reinkommen wird. Das ist nicht der Fall. Die Paint Horses sind nicht unter den ersten drei, die demnächst reinkommen werden. Und dadurch, dass im September nicht mehr so viel passieren wird, was jetzt DeLorean gemeint hat, weil einer der Entwickler ist im Urlaub. Das heißt, ich weiß es nicht, wann die neue Rasse rauskommt. Ich nehme mal an, Anfang Oktober ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie es reingeschrieben hat. Ich gucke jetzt gerade schon nach, aber ich glaube, sie haben nicht direkt reingeschrieben, wann die neuen Rassen reinkommen, aber es wird auf jeden Fall eine Rasse nach der anderen kommen und die Rassen sind Norica, Lusitano und das Finn Horse. Wie gesagt, für mich eine riesengroße Enttäuschung, denn ich hatte mich so wahnsinnig drauf gefreut, dass die Paint Horses ins Spiel kommen und dadurch, dass drei neue Rassen oder andere Rassen ins Spiel kommen, nehme ich mal an, das sind 3 bis 4 Monate. Ich denke mal, dass eine Rasse pro Update kommen wird und dadurch muss ich noch mega lang auf meine Paint Horses warten, was sehr traurig ist, aber zumindest habe ich dann einfach noch ein bisschen Zeit mit meinen Paint Horses, hätte ich beinahe gesagt, Leute, ich bin schon komplett irre, mit meinen Quartern zu verbringen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, welches Pferd findet ihr mega cool? Norica, Lusitano, Finn Horse. Ich denke, ganz viele von euch werden sich über den Lusitano freuen, denn der ist ja auch ein großer Hit in Star Stable gewesen. Wobei in Star Stable war er schon richtig toll, Leute, oder? Da war er schon richtig toll. Ich bin mega gespannt. Die Norica und die Finn Horses haben wir ja schon gesehen. Wenn ich es nicht vergesse, Leute, ich kann es euch nicht versprechen, weil es ist heute mega spät, dass ich es zum Aufnehmen geschafft habe. Dann blende ich euch noch Bilder ein von den Pferden, die bereits bekannt sind. Und warum kann ich hier kein einziges Pferd trainieren? Hier, so ist es. Und ja, ich bin mir nicht sicher mit dem Lusitano, ob wir den schon kennen. Ich werde auf jeden Fall gleich nochmal nachgucken. Und falls ich auch ein Bild vom Lusitano finde, dann blende ich es euch natürlich auch ein. Die DeLorean hat zwei verschiedene Arten von Updates uns genannt. Und zwar Updates, die Long-Term kommen, also auf lange Sicht gesehen. Und Updates, die Short-Term kommen, also auf kurze Sicht gesehen. Die Updates auf lange Sicht gesehen sind richtig klasse. Dafür braucht DeLorean aber noch Sponsoren. Da hatte sie sich mit ein paar Leuten getroffen auf der Gamescom und lasst uns mal alle hoffen, dass sie coole Sponsoren gefunden hat, die Horse Reality letztendlich genau so toll finden, wie es letztendlich im Moment ist. Und ja, werden soll eigentlich, denn Leute, es gibt ein paar richtig coole Sachen. Als allererstes soll die mobile Version überarbeitet werden, entweder in Form von einer App, was ich ehrlich gesagt mega feiern würde, oder in einer Form von Browser
wo wir im Safari oder eben auch bei den Android-Phones spielen können, und zwar serverübergreifend. Das finde ich auch ganz wichtig. Im Moment ist es ja so ein bisschen tricky, sich da zurechtzufinden. Man muss relativ viel klicken. Es ist relativ nervig, sich da durch die App zu fretten. Ich persönlich spiele kaum in der App. Ich gucke mal schnell was nach. Das ist so das Maximale, was ich im Moment mit der App mache. Und von daher freue ich mich da mega, mega drauf. Dann bekommen wir, wie gesagt, nicht kurzfristig, sondern langfristig eine deutsche Version. Für mich persönlich ist es uninteressant, in dem Sinn, weil es mich nicht stört. Ich merke jetzt keinen direkten Unterschied, ob das jetzt Deutsch oder Englisch ist, aber ich nehme mal an, ganz viele von euch wird es freuen, wobei ich es immer ganz cool finde, wenn man ein Spiel spielt, das einfach die englische Sprache hat, denn dann kann man gleich ein bisschen Englisch üben, und Leute, Englisch ist einfach die Weltsprache, und je schneller und je besser man Englisch kann, desto leichter hat man es einfach später im Leben. Dann hat die DeLorean ja schon ein paar richtig coole Charaktere vorgestellt, die im Spiel drinne sind, sozusagen, die innen drinne, im Spiel innen drinne, unter anderem, Leute, Moment, ich guck mal ganz kurz, unter anderem hier, da ist die, wie heißt sie nochmal, Carol heißt sie, Carol, und wir haben, glaube ich, noch mehrere, die hier im Spiel sind. Nur was wir im Moment nicht haben, ist, dass unser eigener Charakter irgendwie besonders aussieht. Und das wird kommen, Leute. Wir können wieder auch, das ist alles, was ich jetzt gerade sage, ist nicht Short-Term, sondern Long-Term. Dann können wir unseren eigenen Charakter erstellen, und das finde ich mega cool. Das wäre richtig, richtig toll. Also ich mag das jetzt zum Beispiel bei A Quiet Passion total gerne, dass es da eben auch Familie gibt und so. Und einen eigenen Charakter zu erstellen, das finde ich richtig cool, und darauf freue ich mich auch schon mega. Dann soll es auch Merch geben von Horse Reality. Ich weiß nicht, ob das für den einen oder anderen interessant ist, aber wenn ihr ein ganz großer Fan seid vom Spiel, dann könnt ihr auf jeden Fall auch Merch bestellen. Also Long-Term, Leute, ne? Long-Term. Es wird auch möglich sein, dass wir Geschenkgutscheine kaufen. Und es kommen auch wieder Firmen. Also ich hatte ja, sind die mittlerweile draußen? Ja, die sind mittlerweile draußen, ne? Ich hatte ja meine Firma schon gegründet in Horse Reality und alles Mögliche. Die wurde dann rausgenommen, weil das ganze Konzept war irgendwie noch nicht ganz ausgereift. Da arbeiten jetzt DeLorean und die Mitarbeiter gerade dran, dass wir richtig coole Firmen bekommen. Und ich bin da schon mega gespannt, inwieweit es hier umgesetzt wird. Denn es wird nicht nur Firmen geben, sondern wir werden quasi wie, wie hier bei der Map werden wir unseren eigenen Stall gestalten können. Das heißt, wir haben dann hier irgendwo Stall, und dann sehen wir, wo die Boxen sind, wo die Paddocks sind und so. Und darauf freue ich mich schon mega, weil das wird bestimmt mega, mega toll aussehen. Was auch kommen wird, was im Moment in Entwicklung ist, dass jedes einzelne der Kontinente einen anderen Markt hat. Darauf freue ich mich sehr, denn was wir jetzt hier gerade sehen am Markt, ist eigentlich nur die europäische Version. Das heißt, wenn wir hier jetzt gerade drauf gucken, sollte das eigentlich Europa sein. Und die anderen sind noch gar nicht fertig und werden erst erstellt, und ich freue mich da mega drauf, weil es sieht einfach mega süß aus. Aber das ist Short-Term, Leute. Alles, was wir jetzt besprechen, ist Short-Term, und die Maps, die werden eben auch gerade schon erstellt, und ich freue mich mega, ich freue mich mega. Außerdem, Leute, das zeige ich euch jetzt auch noch ganz kurz hier, haben wir noch Milestones. Die finden wir auf unserer eigenen Seite unter Milestones, und da haben wir einige schon bekommen. Ich habe A Sticky Situation, Bugpocalypse, Tourist, Entrepreneur und Student. Die sind alle schon fertig, aber ich habe ja noch ein paar andere schon abgeschlossen, und die sind im Moment noch in Mache, die kommen aber jetzt bald rein, und ich freue mich drauf, weil ich habe schon wahnsinnig viele Stunden in Horse Reality investiert, und da freut es mich natürlich, dass es etwas gibt, wo man sieht, wie viel ich schon erreicht habe in diesem Spiel.
Was bestimmt ganz, ganz viele von euch interessiert ist, wann kommt die Limitation fürs Breeding? Und das wird auf jeden Fall jetzt noch nicht im September kommen, denn der Entwickler, der daran arbeitet, ist im September im Urlaub. Aber danach wird es wahrscheinlich kommen. Aber Leute, habt keine Angst, denn im Moment wird im Studio DeLorean sehr, sehr viel darüber gesprochen, ob man nicht einfach noch Offenstelle macht oder eben, dass man sagt, die Fohlen haben eine Fohlenweide. Dafür kann man dann eben mit denen nichts machen, wenn die auf der Weide sind. Das ist ja im echten Leben dann auch so, wenn die auf der Koppel sind, auf der Sommerkoppel, dann kann man mit den Pferden einfach nichts machen, weil die vielleicht auch weiter weg ist oder so. Und da wird jetzt gerade drüber nachgedacht und eben dieses Soft Cap, das wollte DeLorean nicht haben und sie suchen jetzt eben gerade andere Wege, wo es halt nicht ganz so hart ist, weil ich persönlich finde es auch mega hart, Leute, wenn man, ich habe jetzt, ich glaube, 297 oder so und wenn ich dann 297 vor allen Dingen, 197 Pferde und wenn ich dann 200 Pferde habe, kann ich dann nicht mehr züchten. Das finde ich halt super krass und das zwingt einen letztendlich ja dann auch, einige Pferde dann ins Retirement Home abzugeben und das finde ich persönlich auch mega schade dann, dass man überhaupt keine Möglichkeit hat, weil man hat ja auch viele Fohlen oder im Allgemeinen Pferde, die man gerne verkaufen würde und wenn man die zum Beispiel dann auf die Weide schicken kann, weil man sagt, okay, die Pferde werden sowieso demnächst verkauft, ich muss mit denen keine Turniere mehr gehen oder so, dann kann ich die auf die Weide schicken und bis die verkauft sind, stehen die einfach dann auf der Weide. Das finde ich eine ganz coole Idee. Ich hoffe, das wird umgesetzt und das wird aber, sobald hier entschieden wurde, was gemacht wird, auch sofort umgesetzt. Das heißt, wir können damit rechnen, ihr Süßen, dass es im Oktober schon kommen wird. Also nicht mehr lang. Das heißt, überzieht nicht so mega. Ihr habt aber jetzt noch einen Monat Zeit, eure Pferde zu reduzieren, falls ihr zu viele Pferde habt. Und ich finde es cool, dass wir jetzt doch relativ lange Zeit gehabt haben, uns eben darum zu kümmern. Und ja, also ich, ne, aber ich hatte sowieso selten über 200 Pferde. Von daher betrifft es mich jetzt nicht so krass. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Dann kommt noch ein neues, cooles Feature auf uns zu. Und zwar können wir bald DP, Foundation Tickets, Wildlife Tickets und ich glaube Horse Reality Credits, alles, also alle Währungen im Spiel können wir bald tauschen. Was ich richtig krass finde. Das heißt, hat man Delta Points und besitzt keine Horse Reality Credits, kann man tauschen. Und wir, die Spieler, können entscheiden, für wie viel. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das, glaube ich, gibt es so krass in keinem anderen Spiel. Ich finde es ein mega cooles Feature. Und man wird halt einfach auch nicht gezwungen, Geld auszugeben, wenn man nicht kann. Und das finde ich richtig toll, denn es gibt ja Leute, die Geld haben, zum Beispiel Delta Points zu kaufen. Und die haben vielleicht keine Horse Reality Credits. Die können sich's leisten, Delta Points zu kaufen, weil sie es mit echtem Geld kaufen können. Die haben aber zum Beispiel einfach nicht die Deckhengste oder so, dass sie viel Horse Reality Credits bekommen. Das heißt, die können sagen, hey, ich stelle 200 Delta Points rein. Für diese 200 Delta Points hätte ich gerne, I don't know, 200.000 Horse Reality Credits oder 50.000 Horse Reality Credits oder 100.000 Horse Reality Credits. Und wenn der andere Spieler das cool findet, dann kann er sagen, hey, coole Sache, ich habe 200.000 Horse Reality Credits, ich tausche mit dir. Das wird richtig klasse, ihr Süßen, weil dadurch wird einfach auch das Spiel nochmal belebter. Wir können gemeinsam tauschen. Ich denke mal auch, dass man sich dann gegenseitig anschreiben kann und sagen kann, hey, pass auf, wie wär's denn, ich hätte das und das oder könntest du und das und das. Das ist mega cool, weil Zusammenspielen macht halt einfach immer, egal was es ist, einfach am meisten Spaß und ich finde es richtig cool. Als letztes werden noch die Competitions und die Shows ein bisschen verändert, denn im Moment ist es ja so, Moment, wir gehen jetzt hier nochmal in die Competitions rein. Das ist vor allen Dingen nicht ganz so krass bei den Shows, sondern sehr, sehr krass bei den Competitions, ist es so, dass teilweise einfach Pferde gewinnen, die nicht gewinnen sollten. Die haben 12-mal gut und haben kein gutes GP und ein anderes Pferd, das hat ein Knaller-GP und keine Ahnung, 10-mal very good, verliert. Und das wird jetzt angepasst und auch bei den Confirmation-Shows wird es angepasst. Es wird auch Competitions geben für die verschiedenen Rassen. Das heißt, es kommt noch so unglaublich viel ins Spiel und Leute,
Ich freue mich einfach so. Ich freue mich einfach so, dass wir da dabei sind und das alle gemeinsam miterleben können, weil das Spiel macht einfach mega viel Spaß und ich freue mich einfach auf die Zukunft. Apropos Zukunft, die Zukunft von der Foundation sieht auch gut aus, denn es werden jetzt immer mal wieder neue Pferde in die Foundation eingespeist sozusagen, so dass die Foundation-Pferde nicht komplett veraltet sind. Das finde ich richtig, richtig cool gemacht und es finde ich auch eine richtig gute Idee, dass es sich auch weiterhin rentiert, für die Leute einfach Foundation-Pferde zu kaufen und die dann weiter zu verkaufen, mit denen weiter zu züchten. Und ich glaube, der neue Patch, der kommt schon im September auf uns zu. Und das finde ich richtig cool und so viel ich jetzt weiß, kommt schon heute das Update, was ich richtig nice finde. Und ich sehe hier gerade ein mega, mega süßes Haflinger. Ich muss mich auch mal ein bisschen mit den Haflingern beschäftigen, weil die sind mega, mega süß. Aber als erstes muss ich gefühlt irgendwie 30 Pferde oder so hergeben, ihr Süßen. Dann hätte ich aber gesagt, war es das mit dieser Folge Horse Reality. Ich glaube, wir haben alles soweit abgearbeitet. Wie gesagt, ich bin mega enttäuscht, dass es Paint Horse noch ein bisschen länger dauert. Ich bin mega gehypt von den langfristigen Änderungen von Horse Reality. Denn Leute, einen eigenen Stall und vor allen Dingen zu sehen, dass dann der Markt einfach anders aussieht bei mir als zum Beispiel bei der Kadi, die ja in Europa lebt. Ich finde es mega toll und wir können ja auch umziehen, Leute. Wir können ja jetzt auch umziehen. Das heißt, wenn wir sagen, hey, hier gefällt es mir nicht mehr, ich nehme meine Pferde, meine Ranch und ich ziehe um. Es ist mega cool. Ich freue mich drauf. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet. Und dann war es das mit diesem Video. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!